Mexiko? Ich dachte, du wärst schon längst über die Grenze. Alles ist schiefgelaufen, Paul. Früher träumte ich von dir in meinem Bett. Aber das... Herrgott. Sieh mich an. Ich lebe wie ein Köter. Ich schlafe im Graben, esse aus der Mülltonne. Letzte Nacht hat ein irrer Junkie versucht, mir den Bauch aufzuschlitzen. Bullshit. Immer dasselbe. Erzähl Paul ein trauriges Märchen und du kriegst, was du willst. Es reicht. Trauriges Märchen? Denkst du, ich würde mir das selbst antun? Sharon, du bist in den Nachrichten. Über Tyler habe ich aber nichts gehört. Du hast ihn verloren? Oh, dieses dumme Motorrad. Die Cops haben uns verfolgt. Er hielt sie auf. Wir wollten uns bei der Kirche in Greenbelt treffen. Ich habe 2 Nächte gewartet. Keine Ahnung, wo er ist. Nachdem, was sie Dale angetan haben. Meinem lieben Dale. Na doch, tot. Wahrscheinlich. Einen Schritt voraus. Garantiert. Sorry. Und Jay? Er ist auch entkommen. Ach, ich weiß nicht, ob er stark genug dafür ist. Ich hoffe es. Oh Gott, bitte. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und alles für ein paar tausend Dollar. Gerade genug, dass diese Gangster uns nicht töten. Alles wegen Bär. Mistke. Wir hatten beide Träume, weißt du noch? Ich wollte die Bar vergrößern, damit Geld verdienen. Und die Motorradreise von Küste zu Küste, von der du immer gesprochen hast. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Ja, ich bin hier glücklich. Nun, bis vor ein paar Tagen, ja. Malen und ich kamen gut zurecht. Wenn eine Katze alles ist, was du hast, bist du nicht glücklich. Hey, er ist ein toller Kater. Du belügst dich selbst, Paul. Das sieht sogar Marlin. Was fragst du mich überhaupt noch? Was wäre, wenn? Du bist zur Fahndung ausgeschrieben. Du musst abhauen. Die Stadt verlassen. Bear sagte immer, er würde mich aus Turok raussuchen. Auch Dante hat mich mal geliebt. Sharon, damals hat dich jeder geliebt. Du hast mir mal gesagt, ich wähle immer den Falschen. Tja, ich war jung und dumm genug zu glauben, du würdest auf mich hören. Ich war jung und dumm genug zu glauben, es besser zu wissen. Ich hätte einfach dich nehmen sollen. Das meinst du doch nicht so. Sei ehrlich, du hast mich doch nie wirklich angerufen. Ich hatte immer eine Schwäche für dich. Tja. Das Leben hat es nur anders gewollt. Du warst immer ein guter Freund. Als diese Gangster vor unserer Tür auftauchten und ich niemanden sonst hatte, warst du zur Stelle. Moment mal. Meinst du etwa... Du hast gewusst, es ging bergab, aber das mit dem Code für Dante Safe, das war... Wenn ich gewusst hätte... Oh Gott, ich hätte niemals... Oh Gott, scheiße. Ach, den Code einfach den bekommen. Na gut, den haben wir eh auch gebrochen, weil irgendwie die Zahl war verhaspelt. Wodka. Der ist doch trocken. Nee, der ist doch trocken, das kann man nicht machen. Jede Faser meines Körpers schreit danach. Aber wenn ich auch nur daran nippe. Oh, tut mir leid, dass ich jetzt besser wissen müssen. Aber ich sag's nur ungern. Ich brauche Hilfe. Du wirst mich erpressen. Und wenn nicht, hältst du die Bullen auf mich? Nein, ich würde nie einen Freund verraten. Ich meine, klar, Freund. Du könntest im Knast landen deswegen. Genau wie ich. Aber es gibt einen Ausweg. Für uns beide. Hör zu, ich habe mir sein Buch genauer angesehen. Es geht nicht nur um Schmiergelder.
Dante hat Geld von Kriminellen genommen und es auf ein Offshore-Konto überwiesen. Im Safe war nur sein Anteil. Das eigentliche Geld ist in einer Bank in Belize. Und die Details stehen hier drin. Kein Name, kein Ausweis. Alles, was man tun muss, ist dorthin zu gehen, das Passwort zu nennen und das Geld mitzunehmen. Ich kann's nicht tun. Wenn sie mich kriegen, sperren sie mich lebenslang weg. Aber du? Dann entlarven wir Dante. Karma, Rache, nenn es wie du willst. Und wenn seine Welt zusammenbricht, sind wir längst weg. Ich weiß, du glaubst mir nicht, dass wir zusammen hätten sein sollen. Aber das ist meine Chance, es dir zu beweisen. Entweder bleibst du hier in Turok und säufst dich kaputt. Oder du kannst mit mir zusammen im Paradies leben. Dir ist klar, wenn wir das tun, verschwinden wir. Du wirst deine Jungs nie wiedersehen. Trotzdem werde ich ihnen helfen. Irgendwann finde ich einen Weg. Du hast mich mal gerettet. Jetzt bin ich dran. Komm mit mir. Ja, ablehnen, küssen. Ja, mir wurscht. Es ist eh falsch, aber was soll man machen? Erwartest du jemanden? Nein. Cousin, ich bin's. Mach auf! Salt Lake City, Utah. Salzlagenstadt. Hotel, jetzt kommt die andere Tunte. Die Wiege Vanessa vorbei. Ne? Lol. Kommt wirklich. Du bist tatsächlich hier. Du bist tatsächlich hier. Ja, du klingst wie ein verirrtes Reh. Kann ich reinkommen? Nö. Sowas hat noch nie jemand für mich gemacht. Ich verdiene das nicht. Doch, natürlich. Warum? Hör zu, du tust etwas, von dem ich nicht träumen kann. Du läufst davon, lässt alles zurück. Also, wenn ich dir helfen kann. Was ist los? Naja, wärst du nicht gekommen, hätte ich niemanden. Kannst du nicht zurück zu deiner Familie? Deine Mama macht sich sicher Sorgen. Alter, wenn die es rausbekommt, ne? Überfall. Hab's dann direkt aus Schiffen erfahren. Meine echte Mom und meine Tante. Und mein Dad kenne ich nicht. Dean, das muss schrecklich sein. Er erzählt nämlich alles, was wahr ist, ne? Und das ist schon. Wie findest du ihn mal aus? Nach.
wenn meine Karte außerhalb des Staates benutzt wird? Antworte! Was machst du in einem Hotel in Salt Lake City? Das geht dich gar nichts an! Oh, nein! Hey, wo macht er das Fenster auf? Das muss die doch machen. Vanessa, was geht da drin vor? Kurz schließen. Na ja, Dicker. Das hat er schon den echten Namen gesagt. Der wird sich verraten. Es war klar, dass das kommen muss, ne? It war klar wie, you know, Kloßbrühe, you know.
Das raucht schon. Jetzt ist also Pech. Tja, nochmal Pech. Ne? Keine Ahnung. So. Ja, er ist fürchterlich. Ja. Ja, das ist knifflig, aber no. Boom. We all know he did it, man. Oh? No? Meilen. Meanwhile, Two Rock, Arizona.